Kann ich gleichzeitig Vollzeit arbeiten und Wirtschaftsingenieurwesen studieren? Na klar kann man das. Wir machen das ja schließlich an der Hochschule Augsburg jetzt schon sehr erfolgreich, seit über 10 Jahren. Circa 9 von 10 Leuten, die bei uns anfangen zu studieren, schließen den Studiengang dann auch erfolgreich ab. Und die haben dann natürlich den Bachelor of Science zusätzlich auf ihrer Visitenkarte stehen. Könnte ich mich einschreiben für den Studiengang? Damit man sich bei uns im Studiengang immatrikulieren kann, braucht man formal ein Abitur, Fachabitur oder alternativ eine Berufsausbildung und dann anschließend noch 3 Jahre Berufserfahrung. Ist der Studiengang für mich richtig? Ja, das ist tatsächlich eine extrem wichtige Frage, über die man wirklich ganz genau nachdenken sollte. Das berufsbegleitende Studium ist sehr fordernd. Das kann man schon sagen. Einerseits wegen dieser Doppelbelastung mit dem Beruf, aber natürlich auch wegen dieser fachlichen Herausforderung im Studium. Wenn ich mir die Leute in unserem Studiengang so anschaue, dann haben die alle gemeinsam, dass sie natürlich karrieremäßig weiterkommen wollen. Außerdem haben die extrem Drive und Durchhaltevermögen. Ganz wichtig ist aber auch, dass man sich für Technik und für Wirtschaft und für den Zusammenhang zwischen Technik und Wirtschaft interessiert. Darum geht es ja schließlich beim Wirtschaftsingenieurwesen. Wenn Sie hier jetzt jeweils immer ein Häkchen dran machen können an diese Punkte, ja dann würde ich sagen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Bringt mir der Abschluss und das Studium eigentlich was? Dazu gibt es 2 wichtige Perspektiven. Einerseits finden die Arbeitgeber unsere Absolventinnen und Absolventen ziemlich klasse. Und das nicht nur, weil klar ist, dass unsere Leute extrem belastbar sind und fokussiert. Klar, die haben jetzt schließlich 4 Jahre lang ein anstrengendes Studium neben dem Beruf durchgehalten, sondern weil sie fachlich auch prima an hochqualifizierten Gelenkpositionen zwischen Technik und Wirtschaft im Unternehmen einsetzbar sind. Und die andere Perspektive, das sind unsere Absolventinnen und Absolventen, beziehungsweise die Studierenden im höheren Fachsemester, die berichten, dass sie schon oft während des Studiums fachlich ernster genommen werden und es deutlich leichter haben, im Betrieb sowohl mit den Ingenieurinnen als auch mit den Betriebswirten auf Augenhöhe zu sprechen. Viele berichten auch, erzählen uns auch, dass sie dann schon Karrieresprünge während des Studiums gemacht haben. Kann ich das Studium trotz einer 40-Stunden-Arbeitswoche schaffen? Wenn Sie das Studium wirklich durchziehen wollen, dann klappt das auch. Wir unterstützen natürlich dabei, wo wir können. Wir haben an der Hochschule erstmal eine ziemlich gute Ausstattung an Seminarräumen, vor allem die volle Bandbreite an Laboren in den technischen Disziplinen, die Sie während des Studiums so zu Gesicht bekommen. Ein Grundprinzip unseres Studiengangs ist, dass Sie in den Kursen möglichst viel Zeit mit den Dozentinnen und Dozenten und aber auch mit den anderen Studierenden Ihres Jahrgangs verbringen. Das hat sich super bewährt. Feste Vorlesungstermine gibt es jeweils am Dienstagabend, Freitagnachmittag und am Samstag. Die Belastung über das Semester verteilen wir, indem wir Prüfungstermine über das Semester streuen und Wiederholungsprüfungen jeweils nach den Semesterferien anbieten. Also bevor das neue Semester wieder startet, sodass man dann wieder den Kopf frei hat. Was kostet das Studium? Die Studiengebühren betragen momentan 2.200 € pro Semester, wenn Sie im Wintersemester 2022/23 starten. Es lohnt sich, in der Firma mal zu fragen, ob Teile oder vielleicht sogar die kompletten Studiengebühren übernommen werden. Den Rest kann man natürlich von der Steuer absetzen, wie auch sämtliche andere Ausgaben für das Studium, zum Beispiel Fahrtkosten oder wenn Sie sich einen Laptop kaufen. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten, Stipendien zu beantragen. Das lohnt sich natürlich vor allem für Leute mit guten Noten. Was passiert inhaltlich im Studium? Das Studium ist Wirtschaftsingenieur typisch sehr breit ausgelegt. In den ersten 4 Semestern werden die Grundlagen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaft, Recht, Sprachen und Softskills gelegt. Ab dem 4. Semester kann man sich dann eine von 4 Vertiefungsrichtungen aussuchen. Momentan haben wir im Programm Marketing, Faserverbund, Produktionsmechatronik und Logistik. Das 8. Semester ist dann hauptsächlich für die Abschlussarbeit reserviert. Wie sieht ein typisches erstes Semester konkret aus? Ich nehme mal als Beispiel das vergangene Wintersemester 2021, das wegen Corona ein bisschen untypisch war. Vieles, was sonst in Präsenz vor Ort an der Hochschule stattfindet, haben wir leider online stattfinden lassen müssen. Aber wir starten im ersten Semester Mitte September mit einem Einführungswochenende, so auch in diesem Wintersemester, in dem sich erstmal alle kennenlernen können. In diesem Einführungswochenende ist aber auch schon die erste Lehrveranstaltung. Das war in diesem Fall das Modul Teamarbeit und Kommunikation, das, wie Sie hier sehen, im Stundenplan mit TK abgekürzt ist. Am Dienstag drauf geht es dann
Los mit Ingenieurmathe 1 und am Wochenende drauf mit Grundlagen der Elektrotechnik. Die Module wechseln sich dann im Oktober weiter ab. Am 23.10. war hier schon die erste von 4 Semesterprüfungen. Das war hier auch wieder Teamarbeit und Kommunikation. Die bayerischen Schulferien halten wir immer vorlesungsfrei, das ist so ein Grundprinzip. Das war jetzt hier im November 21 die erste Woche. In der zweiten Dezemberwoche ist dann die zweite Semesterprüfung, das war hier die Elektrotechnik. Nach den Weihnachtsferien sind hier noch 3 Wochen Vorlesungsbetrieb mit den beiden letzten Prüfungen am 15. und am 29. Januar. Ich habe schon ein BWL-Studium abgeschlossen, brauche jetzt aber in der Firma immer mehr Technik. Kann ich trotzdem Wirtschaftsingenieurin studieren, aber eventuell verkürzt? Ja, die Frage haben wir schon so oft gehört, dass wir jetzt einen eigenen Ableger des Studiengangs konstruiert haben, der es Leuten mit wirtschaftswissenschaftlichem Hochschulabschluss ermöglicht, das Studium in 5 oder für ganz schnelle sogar in 4 Semestern abzuschließen. Okay, ich bin interessiert. Wo gibt's noch mehr Infos? Die schmutzigen Details zum Studiengang, das Modulhandbuch mit noch detaillierteren Beschreibungen der einzelnen Module, finden Sie auf unserer Homepage. Wenn Sie das dann immer noch nicht abgeschreckt hat, dann melden Sie sich bei Frau Herrmann. Wir vereinbaren dann gerne ein persönliches Beratungsgespräch mit Ihnen. Und wenn Sie mögen, organisieren wir auch 1 oder 2 Schnuppervorlesungen. Dann können Sie sich mal unverbindlich mit reinsetzen. Und viel wichtiger noch, Sie können sich dann in der Kaffeepause mal die anderen Studierenden beiseite nehmen und die fragen, wie es denn wirklich so zugeht bei uns im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen.